Hallo, meine Stimme gibt schon zu Anfang auf. Trackmania Sunrise ist im Jahre 2023 angekommen. Also ich habe auf jeden Fall den Ordner hier so genannt, 2023. Strecken sind aber nicht alle von 2023, wahrscheinlich auch ein paar alte mit dabei. Ob wir schon welche davon gefahren haben, das sehen wir natürlich, wenn wir jetzt einfach so durchscrollen. Und genau, da steht eine Zeit von uns. Okay, es steht nur Bronze, weil ich die eben gerade einmal zum Test gefahren habe. Weil ich ja sicherheitshalber gucken wollte, ob die Aufnahme funktioniert und meine neu eingefügten Lieder halt auch abgespielt werden. Ja, mal gucken, ob der Konten-ID da anspricht. Das ist immer Rätselraten von wegen. Erkennt er das Lied? Erkennt er es nicht? Ist das Auto brummend so laut oder brabbel ich so weit rein, dass es halt nicht erkannt? Oder manchmal denke ich auch von wegen, das Lied hat gar kein Konten-ID und dabei hat es doch Konten-ID. Weil der Original-Remix-Autor so gesagt hochgeladen hat. Aber naja, wir wollen mal anfangen. Was machen wir, wenn wir wieder 70 Seiten durch haben? Ah, dann sind wir ja theoretisch eigentlich Trackmania Sunrise komplett durch. Also ich könnte wahrscheinlich noch mehr Strecken runterladen, aber vielleicht will ich es auch nochmal gut sein lassen und das Spiel dann nach 10 Jahren beenden. Ich glaube tatsächlich, spiele ich schon 10 Jahre, ey, Wahnsinn. Also 10 Jahre für den Kanal. Und davor habe ich es ja auch damals gespielt, ne? Von 2005 bis 2004 bis... wann habe ich es nicht mehr gespielt? Uff, keine Ahnung, 2006, 2007 würde ich sagen, habe ich es nicht mehr wirklich gespielt. Kurz, kurz nachdem ich Internet bekommen habe, würde ich sagen, weil ich habe es 2006 dann noch ganz kurz im Internet gespielt. Bis ich dann irgendwann Trackmania United hatte. Nations? United, ich verwechsel das bis heute immer noch. United ist alles zusammen und das Bezahlspiel und Nation ist das kostenlose Spiel mit nur mit dem brummischen Stadium-Rumbum-Auto, genau. Gut, dann wollen wir mal den ersten Strecke anfangen. Irgendwas auf Kyrillisch, wie scheint, also keine Ahnung, irgendwann aus einem Land, was rechts von uns ist. Kann ich leider nicht lesen, müsste ich schon Google Translate darüber laden, aber wahrscheinlich wird er einfach durchdrehen, weil hier einfach alles verschiedene Sprachen sind. Guck mal, ja, Englisch, Numerisch, keine Ahnung, obwohl, tatsächlich hier ist eine Strecke, die haben wir schon mal gespielt. Hashtag oder jetzt hab ich vergessen, wie das Ding richtig heißt. Mann. Raute, genau. Raute 200 Ausrufezeichen. Die haben wir schon mal gefahren. Gut, dann wollen wir mal loslegen und dann könnt ihr mal so hören, was ich für komische Musik da jetzt reinimportiert habe. Und ob es euren Geschmack trifft oder nicht. Ansonsten halt, hört auf die Brumm-Brumm-Geräusche. Tatsächlich, es kommt sogar jedes Mal ein anderes Lied. Das erwundert mich ja tatsächlich. Warte, die Reihenfolge von den Liedern ist halt immer gleich, wenn die anfangen. Aber nein, tatsächlich nicht. Die sind randomisiert, wie scheint. Natürlich mache ich ein anderes Lied. Okay, das hat gebaut. Schade, ich muss mich gar nicht bewegen am Anfang. Das war so ein Klassiker, kein, nicht bewegen am Anfang. Strecke. Aber gar nicht, was ist, ne? Aber tatsächlich, oh verdammte Scheiße. Auf YouTube, also beim Lied selbst, hat er nicht angezeigt. Content ID Europe, ne? Final Countdown, aber keine Ahnung. So, ich lenke jetzt aber mal nicht. Tatsächlich, wow. Okay, mal was anderes. Hat er tatsächlich so gebaut, dass du dich nicht bewegen musst. So, bringt ja mal auch nichts denn hier, wenn ich mich bewegen muss und ich fahr wieder so eine Scheiße zusammen. Kann auch so fahren? Ja, so kann man auch fahren. Andi 1998. Ich glaube, den hatten wir wahrscheinlich auch schon mal irgendwann. Werde jetzt einfach mal von ausgehen, ne? Man kriegt in der Regel ja immer die gleichen Namen hier. Bei den bestbewertesten Strecken. Da haben wir aber, wie gesagt, jetzt nicht, von welchem Jahr die sind. Würde ich tatsächlich... Verdammte Scheiße. Würde ich verdammt... Mann, bin ich doof, ey. Würde ich tatsächlich ja nur rausfinden, indem ich in den Ordner selbst reingehen würde und würde gucken, wann die erstellt... Nee, Änderungsdatum, glaube ich, oder? Weil erstellt sind sie ja theoretisch zu den Datum, wo ich sie runtergeladen habe. Das macht ja keinen Sinn, weil ich die alle zum gleichen Zeitpunkt runtergeladen habe. Vermutlich, oder? Ich ruhig bin, wer kennt das bestimmt, ey. Damit ist mit den Motorengeräuschen. Nein! Video schlecht! Unglaublich! Das ist wieder eine Strecke, die bis jetzt eigentlich gut mir vorkommt, aber ich wieder so katastrophal schlecht bin. Da bringt auch nicht die neue Musik nichts. Aber schlecht spielt er. Ah, und am besten noch die scheiß Lampe mitnimmt. Ja. Ist ja perfekt. Center, ja, wirklich.
ich hasse mich selbst, ey. Ich wusste schon fast, dass ich wieder irgendwo reinkrache. Center. Okay, das war ein Fake-Ziel. Einmal am Kreis fahren und dann nochmal ein Ziel. Volle Geschwindigkeit, ich weiß gar nicht. Für einige Spiele, für Xbox zum Beispiel, gibt es ja Auto-HDR, dass du dann Spiele, die nicht kein HDR haben, HDR geben kannst. Ich frage mich, ob es sowas auch für fucking PC gibt, verdammt scheiße. War gut ein Jahr, ne? Gefühl gibt es ja für alles irgendwelche Mods und sonst irgendwie, ne? Ich glaube, es ist wahrscheinlich... Oh, damit klar gewesen, zu langsam, toll. Soll ich das jetzt schaffen? Das habe ich jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr. Lass ich raten, das war bestimmt 100%ig wäre das letzte Ding hier gewesen. Da haben die es so gemacht, dass du theoretisch sogar weiter landlinks fahren könntest. Was natürlich irgendwie gar keinen Sinn macht, weil von der Zeit her hast du ja gar keine Chance, ne? Ja, vielleicht hat er das so gebaut. Ich glaube, er hat so gebaut. Ich bin aber ein Idiot, weil ich da reingefahren bin. Oh. Oh Mann, ich bin so schlecht. Oh, grauenartig. Ja, brauchst gar nicht versuchen. Na, ja, tatsächlich, du kannst einfach da runterfahren und dann kommst du dahin, wo du dahin kommst, wo du drüber springen sollst. Ich sag, macht aber theoretisch gar keinen Sinn. Also wenn das ein Online-Competitive-Match wäre, dann hätte ich ja sowieso schon längst neu gestartet. Weil da würde ich ja die beste Zeit haben, ne? Wenn ich nur einfach ins Ziel komme. Kriegst du dann. Gut, du hast die Ziellinie erreicht. Danke. Ah, siehste. Lol. Vielleicht bestimmt trotzdem nicht, oder? Ah. Aber das ist das Ziel. Ja, das war mir schon so klar gewesen. Toll, ich muss jetzt irgendwie so viel Geschwindigkeit haben. Wahrscheinlich, warte, ich krieg das hin. Ich muss jetzt geradeaus fahren. Ah, genau, dann runterfallen. Oh, ich bin so ein Gitter-Typ. So, dann rückwärts. Mehr Geschwindigkeit, um darauf zu kommen. So, da gebe ich gleich Gas. Oh, dann komme ich rüber, denkst du. Oh, leck mich am Arsch, bin ich dumm, ey. Oh, Mann, ich hatte die Strecke doch schon fast geschafft. Guck mal, gelesen habe ich auch nicht. Da steht nämlich Press Forward. No Pre und Don't. Don't Lenk. Only Press Forward. Vielleicht darf ich einfach nicht reden und muss einfach die ganze Zeit die Fresse halten. Vielleicht schaffe ich dann die Scheiße. Was er gesagt hat, ja, und fährt bestimmt wieder irgendwo rein, ey. Ja, ich dachte schon, ich habe Gas losgelassen. Ich dachte schon, das ist zu viel. Ja, so weit waren wir schon. Kam ich nicht gleich irgendwie eine Linkskurve? Ja. Linkskurve. Genau, das war einfach nur, damit du die Geschwindigkeit behältst. Zehntar. Genau, hier habe ich hart verkackt. Hier ging es so links rein. Aber ich bin so schlecht. Ich will nach Hause. Oh Mann. ja. 70 Seiten. Pro Seite, glaube ich, irgendwie 10 Strecken. Wenn ich für eine Strecke eine Session brauche, dann wären das doch ganz viele Parts, würde ich sagen. Oh Gott, ich bin so schlecht, ey. Die Kurve am Ende ist aber auch echt total scheiße. Eine scheiß Linkskurve. Bestimmt lenke ich auch nicht richtig. Ja, muss ja genau die Prozente lenken. So machen die Profis. Das ist ja Wahnsinn, wenn du den Profis zuguckst, wie die fahren, wenn die Typen das spielen. Ey, denkst du auch so, wow, sieht einfach aus, ne? Und dann versuchst du selbst die Strecke und denkst dann so, yo, im Leben nicht, ey. Wahnsinnig. Schon bei der Strecke hier. Siehst du ja, wie hart ich hier verkacke. Aber hier, guck mal, ich komme überall gut durch. Jetzt hier verkacke ich wieder. Ja. Oh, selbst das reicht nicht. Oh, fick dich doch. Ist das eine dumme Scheiße, ey. Frag mich, was das hier eigentlich ist. Kommt das vom YouTube selbst?
Kommt das vom Dekodieren? Diese komischen Soundfehler? Weil ich höre die. Ihr hört die 100% auch, ne? Keine Ahnung, ich denke mal tatsächlich, die kommen vom die Typen, die es hochgeladen haben. No, wir haben ja zugelernt, ne? Wir fahren jetzt einfach ganz weit nach links. So. So. Guck mal, jetzt kann ich mich ganz gemütlich geradeaus fahren. Hui, und dann haben wir die Strecke auch geschafft mit einer grauenhaften Zeit. Oh Gott, ey, ich kann mich irgendeinen Grund Boden schämen, ey. Nur ist nur fahren, ja. Hä? 5 Sekunden? Hä? Wo ist das Ziel? Ist das da runter? Nein, wir fahren mal runterfallen. Hä? Wo ist das fucking Ziel? Wo ist das? Ist das irgendwo weit versteckt oder so? Musst du durchs Wasser fahren? Oder ist das dahinter? Ich glaube, das ist dahinter. Kannst du rückwärts fahren? Oder muss... Hä? Nee, hier ist nur das Ding. Hier ist nichts weiter. Schön, wenn ich die Kamera noch drehen könnte. Keine Ahnung. Ich sehe kein Ziel. Man hat irgendwo einen pflanzigen Block irgendwo hinten gesetzt, ne? Weil, kann er das als Start und Ziel gleich einsetzen? Ich glaube, das geht nicht, oder? Dann wird hier eine 1-1 stehen, wenn das ein Rundenrennen wäre. Okay, ich habe absolut keine Ahnung, wo du hier hin... Ich habe das hier gefunden. Was? So, hello? Okay. Wie soll ich das jetzt... Wie soll ich da hinkommen? Keine Ahnung, wie du hinkommen sollst. Ich glaube, die einfach hier... Nee, das habe ich ja schon probiert, weil das Ding ist ja direkt hier runter. Funktioniert ja nicht, wenn du dich hier so runterfallen lässt. Ja, so siehst du es tatsächlich leicht. Vielleicht musst du dich auch einfach zurückfallen lassen. Also das heißt einfach so und dann dagegen fahren. Nee, das funktioniert auch nicht. Du musst ja schon irgendwie das Ding hier nehmen. Das ist wahrscheinlich schon fast richtig gewesen, wie ich das mache. Dass ich halt so mache und dann... Jo, siehst du, genau, perfekt. Hey, ich hab die Strecke geschafft. Oh Mann, ist die dumm, ey. Gut, Ziellinie erreicht, ja. Wahrscheinlich ist hier diese 5 Minuten, die 5 Sekunden sind wahrscheinlich für Bronze? Nee, macht keinen Sinn. 5 Sekunden kommst du wahrscheinlich Gold rein, oder? Keine Ahnung. Oh Gott, ich bin doof. Ich bin doof. Wir sind die Strecke schon mal gefahren. Zapper. Und das haben wir mal bekommen? 1,7. War gar nicht mal so schlecht. Eine Bay-Strecke, yay! Das heißt, jetzt wird es ein bisschen rockiger. Ich habe tatsächlich so ein bisschen versucht, Rockmusik zu finden und habe die hier so ein bisschen reingekloppt. Aber ich glaube, das sieht tatsächlich mal kein Rocklied. mal was anderes, ne? Halt eben. Ist ja eigentlich immer so ein bisschen zur Scheiß-Strecke passen soll. Aber Frage ist, passt das? Also habe ich es eben so ausgewählt, dass es wirklich passt, ne? Oben da bestimmt nichts hier. Mal wieder so eine typische Perfekt-Fahrstrecke. Die ist ja super klein, dass man so denkt, ja, das müsst ihr eigentlich hinkriegen, ne? Perfekt zu fahren. Ja, sagt er ja und kriegt nicht mal den ersten Sprung hin. Guck mal, hier sind wir wieder bei Dings hier. Perfekt fahren, ja, für den Arsch perfekt fahren, ey. Perfekt gefahren. Ja, toll. Für 3 Sprünge. Wahnsinn. Und die Goldmedaille bekommen. Wann habe ich denn jetzt eine Goldmedaille bekommen? Das muss ja schon Ewigkeiten her sein. Schock X333. Training in komischen Dingern geschrieben. Okay. Die Pfeile sagen mir durch ein. Also fahren wir zwischen Laterne und Schild. Okay. Oder zwischen Schild und Schild. Lustig ist, ich bin die Strecke vorhin einmal ganz kurz gefahren. Und natürlich bin ich die, als ich die ganz kurz vorhin gefahren bin, perfekt gefahren. Wie es ja immer so ist, ne? Oh, keiner guckt zu. Ich fahre perfekt. Ah.
Das ist natürlich eine typische Strecke hier, siehst ja, ne? Wenn du nicht perfekt fährst, dann keine Chance. Weil selbst jetzt werde ich keine Chance haben. Du bist zu langsam, viel zu langsam. Ja, hier ist ein Checkpoint, aber das bringt dir auch nichts. Wenn du so lange keine goldenen, ja, roten Dinger sind. Hast du nicht genügend Geschwindigkeit? Ah, nicht genügend Geschwindigkeit. Ja, da brauchst du ja wirklich perfekt, ne? Um dann zu fliegen. Wir sehen ja, das ist tatsächlich schon das Ziel. Hier, das Lied hat auch diese komischen Macken. Mit dem Sound, der so komisch abquetscht. Ey. Der echt komisch an. Mann, ey, alles 40 Gramm hier. Ich muss perfekt lügen. Das Lied kennt ihr wahrscheinlich auch, ne? Ich habe extra auch so einen Mix rausgesucht, der halt eben nicht erkannt wird. Aber das Original ist der. Moving all around. Italo, Brotat. Aber ich glaube, die kommen gar nicht aus Italien. Ich glaube, das sind sogar Deutsche. Naja, könnte man mal denken, ne? Wenn die nur heißen, dann kommen die aus Italien. Ne, kommen sie nicht. Kam ich auch diese Polen-Dude nennen und trotzdem komme ich aus Polen, zum Beispiel. So, ich glaube, du musst das Wasser hier benutzen. Ja, dann musst du natürlich so fliegen, dass du dann auch das Wasser wirklich benutzt, ne? Heißt, du musst ja wirklich irgendwie so ein bisschen links kommen, dass du im Steg kommst. Oder was? Wie soll das denn sonst gehen? Ihr seht ja, wenn ich perfekt hier fahre, habe ich nicht genügend Geschwindigkeit. So, wir wissen ja jetzt, ne? Bisschen weiter nach links. So, ja, sehr gut. Geschwindigkeit. Bisschen loslassen. Ah, okay, das reicht tatsächlich nicht. Selbst wenn du den letzten Mühmeter mitnimmst, das ist ja Wahnsinn, ey. Du musst ja echt mit voller Geschwindigkeit da schaffen, aber... Ey, ich volle Geschwindigkeit, das geht ja gar nicht. Oder muss ich jetzt irgendwie hochfahren? Ah, Strecke. Genau, oder muss ich nach links fliegen? Nee, ist doch Anfang gewesen, oder was? Bin komplett lost. Ja, das ist der Anfang, okay. Okay, irgendwas mache ich auf jeden Fall super saumäßig falsch, definitiv. Gerade weil die Strecke nur 36 Sekunden geht, laut Dings hier. Der muss aber so fahren, aber muss ich irgendwo im Kreis fahren oder so? Um genügend Geschwindigkeit zu haben? Na Mann, ich habe irgendwie gerade total ein Brett vom Kopf, aber richtig. Vielleicht muss ich auch links fahren, aber es macht ja keinen Sinn von den Pfeilen und Struktur her. Muss ich nach links oder nach rechts? Nee, auch nicht. Alles keinen Sinn. Ah, das geht nicht. Keine Ahnung, doofe Strecke. Versuchen wir in 20 Jahren nochmal. Wir wissen ja, wo wir sie finden. Ich mag Strecken, die ich nicht schaffe.